Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, es startet jetzt gerade so ein bisschen trist gerade, weil es am Regnen ist. Aber das spart uns zumindest das Gießen. Allerdings, ich habe gerade gedacht, da wäre schon eins ist fertig. Doch, eins können wir schon mal mitnehmen. Sehr geil. So, da musste ich noch mal eben gucken. Ah ja, doch, ich hatte doch noch mal Erdbeeren angepflanzt. Ja gut, ich war mir nämlich nicht mehr sicher beim letzten Mal. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch mal Baumwolle anpflanzen, weil wir müssen dann ja auch Stoff herstellen. Und ja, lauf doch einfach mal drumherum. Mann, 1 Stunde 40. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das können wir noch nicht machen. Das Haken, das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber ansonsten bin ich so dermaßen verliebt in dieses Oh, Spiel. what a good purr. Also das und ein Knochen. Okay, die sind selten eigentlich bei der Katze. Also dieses Spiel hier, nicht dieses Haken. Und Disney Dreamlight Valley. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist im Moment wirklich mein absolutes Highlight zu spielen. Weil es einfach, man macht das Spiel an und gut, man ist teilweise natürlich auch ein bisschen genervt manchmal, wenn mal wieder irgend so ein Is Idiot it dazwischen a steht, recipe? während man eigentlich was ernten will oder so. Skirly, keine Ahnung, was das ist. Das sieht irgendwie eklig aus, aber das sind keine Maden, das sind irgendwie Nüsse oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein neues Rezept gelernt. Das ist schon mal geil. Ein bisschen Geld wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, danke schön. Prompte Antwort vom System. Ah, das ist geil. Okay, hier ist natürlich nicht noch einer, ne, den man machen kann. Schade. Noch ein bisschen Geld wäre nicht schlecht, aber wir können ja noch Fischstäbchen verkaufen. Das Problem ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die samstags geöffnet hat. So, hier ist auch nichts mehr. Nö, sieht nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Muss natürlich nicht immer viel sein. Aber wir haben ja auch Minze, war es, glaube ich, haben wir jetzt auch noch gerade eben pflücken dürfen. Und das ist ja auch doch sehr rar, so wie ich das mitbekommen habe. Okay, Mine müssen wir im Moment noch nicht machen. Einen Baum könnten wir vielleicht noch mal kurz fällen. Nee, der steht jetzt nicht so im Weg rum. Mal eben gucken, wer verdeckt uns denn hier so ein bisschen die Sicht? Vor allen Dingen, warum liegt jetzt hier Holz mittendrin? So, aber anscheinend haben wir. Ach so, ja, weil wir den Webstuhl ja noch nicht machen konnten. Ah, halt, stopp, was macht denn der Bürgermeister hier? Hallo. Entschuldigen Sie bitte. So geht das aber nicht. Have you built a new barn on your property yet? Happily, I vetoed legislation limiting new farm structures. The conservationists didn't want anyone building too close to the marshlands where the birds lay their eggs. But we can't let waterfowl get in the way of progress now, can we? Otto, soft on business, hard on birds. Ah, exactly. Ja, dass der ein kleines Arschloch ist, das wussten wir ja schon länger. Aber er hat mich ja was erinnert, nämlich, wir sind ja immer nur hier reingelaufen, um das hier abzuernten. Wir sind aber nie hochgegangen, um mit der einen mal zu sprechen. Das sollten wir dann vielleicht mal kurz nachholen, in der Hoffnung, dass sie gerade da ist. Und Thomas müssten wir auch mal nachgucken. Jetzt müssen wir nur den Weg hier hoch. Hier war nichts, ne? Nee. Ich denke mal, morgen müssten wir eigentlich wieder pflücken können. Also es ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Oh, hier oben ist auch noch was. Is it a... It is a recipe. Hühnersuppe. Sehr gut bei Erkältung, wenn sie selbst gemacht ist. Natürlich komme ich dann nach oben und sie ist nicht da. Von 9 bis 18 Uhr. Dann würde ich sagen, sind wir mal so schlau. Bevor ich da jetzt nochmal hochrennen muss, dass wir die Zeit überspringen. Nicht so schnell hier. Wir haben jetzt aber schon nach 9. 9 bis 18 Uhr.
bei schlechtem Wetter immer geöffnet. Hm, und wo ist sie? Ach, da kommt sie. Hallo, du wolltest um 9 Uhr anfangen. Wir haben jetzt gleich halb 10. Ah, oh, there you are. I heard you might have a loom in your barn. I might. What do you need? The silk parachutes I packed for my radiosondes got destroyed by a bunch of bloody moths. I've got plenty of helium for my balloons, but no way to get the hygrometer safely back to land. I understood, like, half the words in that sentence. Can you make me some silk fabric? I met a merchant who said he sets up a stolen town with items from Off Island. Maybe he has some silk thread? Oh, you mean Kai. He might have that. Oh, so you'll help me? Oh, thank you so much. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Kann ich aber gerne machen. Do you know what Cameron said he was craving the other day? Avocado mash. I literally cannot think of a food that has less flavor. One of these days I'm going to make him a proper curry. Okay. Kannst du mir auch gerne machen. Nicht, weil ich Curry so mag. Ehrlich gesagt mag ich gar keinen Curry. Aber... Hallo? Backt das hier gerade? Aber ich hätte gerne neues Essen, was ich damit nutzen kann, wenn ich irgendwo in der Mine bin. So. Nee, da können wir rüber. Ich müsste auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen angeln für die Fischstäbchen. Da müssen wir dann mal gucken, wie ich das am besten mache. So. Meine Aufgaben. Also der Thomas kümmert sich jetzt darum, dass die Scheune gemacht wird. Ich hoffe, dass sie dann trotzdem... Achso, genau, das hätte ich fast vergessen. Ich hoffe, dass sie dann trotzdem freigegeben wird, auch wenn er nicht da ist, also nicht arbeitet. Oh ja, wir haben unser Hühnchen noch gar nicht gefüttert. Wo ist denn das? Hallo? Huhn? Chicken? Ach, da drin! Okay, man kann ja auch da reingehen. Das habe ich total vergessen. Komm mal raus hier. Wir müssen auf jeden Fall nochmal neues Futter holen. Jetzt haben wir natürlich noch nicht das Geld dafür. Eine Hühnerfeder. Okay, jetzt darfst du wieder schlafen gehen. So, ich weiß übrigens nicht, ob das so gut ist, dass er jetzt das ganze Holz hier in den Regen reinlegt, ne? Ich meine, der verarbeitet das ja eigentlich direkt und dann die ganzen Sachen... Ich weiß nicht. Ich meine, er kann seinen Job natürlich besser als ich, aber vielleicht sollten wir da nochmal mit ihm drüber reden. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nichts eingesammelt hatten heute Morgen. Ich bin hier so schnurstracks nach oben gelaufen. Das heißt... Ich gucke dann hier auch nochmal. Hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal alles freiräumen. Weil wir wollen danach ja endlich mal auf die Beete sparen. Oh. Also auf das große Beet sparen. Und dann muss ich mal gucken. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass ich dann diese normalen Beete unten reinmachen kann. Also dass ich das normal unten anpflanzen kann, wenn das so ein riesiges Beet ist. Und dass ich oben mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann, wie heißt das jetzt, Erde zu machen und vielleicht auch ein paar Bienenstöcke mehr, weil das ist Wahnsinn. Also da bräuchte ich eigentlich wesentlich mehr, als ich jetzt habe. Ich gehe nochmal kurz zu Thomas. Dann hoffe ich, der ist jetzt gar nicht, doch, der ist doch da, ich wollte gerade sagen. Bleib mal stehen, Thomas. Ich will mal kurz quatschen. You know what's worse than getting your socks soaked out in the fields? What? It was an honest question. I can't think of anything worse. Ja. Achso, wenn ich jetzt mal hier unten bin. Nee, kann ich noch nicht, weil das wahrscheinlich sehr teuer ist. Wir könnten... Nee, der arbeitet mal wieder nicht. Nee, dann gehen wir erstmal so weiter, würde ich sagen. Ich weiß, ich habe jetzt noch ein paar Gebiete noch nicht kontrolliert, ob da was liegt. Aber ich möchte erstmal kurz gucken, ob ich die Fischstäbchen verkaufen kann. Oder das einzelne, alleinige Fischstäbchen, was ich halt eben gerade habe. Viel habe ich ja jetzt nicht.
So, warte mal. Bevor du gleich wieder abhaust, Moment, mit dir rede ich mal kurz. I love summer rain. It starts and stops so fast, but it's still really intense when it's happening. I wish I could draw it, but drawing rain is really hard. Ja, es kommt drauf an, wie man das zeichnet. Rennst du mir weg, wenn ich nicht mit dir rede? I love having a job that lets me enjoy my day. I've always been such a night owl anyway. Okay, jetzt ist die Frage... Ach, sie hat tatsächlich geschlossen. Ja, dann brauchen wir uns hier auch nicht zu beeilen. Dann gehen wir zu ihm noch kurz. Hey, Kai. I was hoping you might have something that the new meteorologist needs. Oh, right. I met her. She's like really into tea. Uh-huh. Do you have any silk thread? Ah, I've got something better. Silk worms. Ew. Nah, they're dope. You just gotta feed them mulberry leaves every day, and on day 10, ta-da, my friend! Totally organic silk. But you gotta build these little buddies a box first. Then they'll be like, totally chill. Dann können die krass chillen. Das ist doch mal geil. Also das müssen wir dann auch wieder... Aber was ist denn... Maulbeersetzling, wo kriege ich den hier? Achso, kaufe Seidenraupen. Ah, und ein Maulbeerschößling. Ah, okay. Wie viel kostet mich das denn? Ich habe ja jetzt leider im Moment 125 und dann nochmal 100 für die... Ah, ihr Lieben, wir müssen heute definitiv noch angeln gehen. Wir können nur leider heute noch kein Geld dafür holen. Oh, ich hoffe, die eine rennt jetzt nicht weg. Also kein Geld dafür bekommen. Jetzt schauen wir mal eben. Ich guck mal kurz. 7 habe ich. Naja, gut, das... Nein, halt. Ja, doch. Natalia nearly cleared me out on butter and veggies. Said she was gonna cook up a snack storm before her next trip down to the mines. Ja, das kann ich gut verstehen. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Ja, genau. mit euch habe ich noch nicht geredet. Yeah, summer rain! And you know what that means. I am honestly afraid to ask. All the frogs and worms come out after. It's the best time to catch them. Das ist richtig, aber ich kann ja die Würmer nur aus der Erde bekommen. Das ist das Schlimme. Ich brauche Würmer zum Angeln. I told Sophia she should have a punch card for her diner, like some of the restaurants in Milkwater do. Buy 10 chocolate milkshakes, get a chocolate cupcake for free. That's a lot of chocolate. I know. Wouldn't it be great? I bet I can do it in one day. Ja, also alles voll eigennützig. Das war ja klar. Ach so, da kann ich nicht drüber laufen. Bruno, warte. Otto and Vanessa like to have me over for dinner. But they always put 2 forks by the plates. Why do you need more than one? Oje, oje. Die gehobene Gesellschaft, die bis heute niemand versteht. Mit die habe ich noch nicht gesprochen, oder? I'll be glad when it's fall. I've had to pop Kai's shoulder back into place 1 too many times this summer. Ja, sie freut sich da so sehr drauf, dass sie das immer wieder erwähnt. Aber ist nicht schlimm. Was ist mit ihm? Der müsste doch jetzt... Ja, der hat offen. Wo sind wir denn hier? Nothing clears out your mind like a good summer rain. It's like nature pressing the reset button. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich... So, das dachte ich schon. Wahrscheinlich können wir da nochmal hingehen, wenn der Schuppen gebaut ist und wir dann... die erste Kuh oder sowas drin haben. Ja, er hat, glaube ich, von Kühen gesprochen, was ich als nächstes holen darf. Ich sollte auch gucken, dass ich mehr Hühner tatsächlich kaufe. Das heißt, ich muss so oder so muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall noch mehr Geld bekomme. Ah, sehr schön. Wenn wir da noch ein zweites von hätten, wäre das natürlich perfekt, weil dann hätte ich noch genug Ausdauer, um dann zu angeln.
Kann das sein, dass ich schon wieder vergessen habe, des Nachts hier die Blumen abzupflücken? Ah, ich glaube ja. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Oh, Shelby ist nicht da. Was ist mit dem los? Damon and Kai are 100% dinguses, but also 100% sweet. You don't get that too often from cis guys. So. Dann schauen wir mal. Ja, doch, weiter noch. Was da steht? Da steht gar nichts. Okay. Nee, Moment, das steht ja... Nee, das steht, glaube ich, auch sonst, wenn ich davor stehe, da. Na gut, mit dir haben wir heute noch nicht gesprochen. My cattle corral's been a little dusty because of the summer heat. And because of the rain, it's turned into a swamp. I could paddle a canoe across this thing. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich morgen von dir Hühnerfutter bekomme. Ich muss jetzt nämlich mal gucken, dass ich wirklich viel Geld mache. Das heißt, wir müssen in den nächsten Folgen nochmal angeln. Oder ich schneide es raus, wenn die Folge zu lang ist, muss ich mal gucken. Hey, if you see Sebastian outside, will you remind him not to skate in the rain? Last time he did that, he ate dirt and sprained his ankle. Ja, so ist das nun mal. Wobei ich jetzt niemanden kenne, der bei so einem Wetter jetzt wirklich fahren würde. Achso, ich dachte, der will jetzt schließen. Ich wollte schon sagen, läuft der jetzt hier an mir vorbei? Some days I freak out about following Francis to Fairhaven. Like, was it a bad life decision? But then there are days like today. I can leave the door open, listen to the rain, and wait for my dough to proof. And I'm like, this is perfect. Ja, die Töne vom Regen haben ja auch eine beruhigende Wirkung. Das ist richtig. Was ist mit deinem Schmuck? Bist du da schon weitergekommen? Giva came into my store and wanted to know the stories behind the pieces I was working on. She's so inquisitive. Maybe she really will figure out why some of the seasons here are so long. Ja, das hoffe ich doch nicht. Weil das bedeuten würde, dass wir dann nämlich alle am Eimer sind. In summer, I get the worst flyaways. I've tried every smooth and spray in every drugstore, but none of them work. So, when my hair goes really haywire, I pat it down with water. I know, I know. I look like a kitten whose mother just bathed her. Ich wollte noch mal eine Sache nachgucken. Und zwar, oh, das wollte ich nicht nach, obwohl... Ach so, das sind Steine. Ich wollte gerade sagen, hä? Wir brauchen auch 250, ja. Wir brauchen einen... Ach nee, das ist ja Eisen. Das ist ja gar nicht. Aber wir haben jetzt gar kein Eisen mehr. Naja, gut, okay. Dann können wir das noch nicht machen. Sonst hätte ich die Gießkanne schon mal vorbereitet, dass wir da schon mal genug Barren haben. Aber bei uns mangelt es überall am Geld. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in dieser Folge noch große Fische angeln. Jetzt sind die hier natürlich gerade weg. Das ist wieder super, da müssen wir erstmal nach unten gehen. Wobei gehen wirklich das richtige Wort ist, weil das, ziemlich lange dauert, bis man hier den Weg mal runter ist. Mit dir haben wir auch noch nicht gesprochen, oder? I'm ready for it to be fall. It's peak pie season after all. Hier können wir jetzt wieder nichts machen. Das gibt's doch nicht. Aber wir müssen hier unten noch mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas einsammeln können. Vielleicht Bananen oder irgendwas in der Richtung. Oh, ja. Warum kommt immer das, was ich sage? Also ich meine, ich finde das gut, ne? Aber es ist schon manchmal etwas unheimlich. Ja, haben wir gesprochen. Dann... Ach so, den kann ich eh nicht zum Angeln verwenden. Oder wie war das... Dann angeln wir jetzt noch eine Runde. Es tut mir leid, aber die Folge ist ja jetzt noch nicht so lange. Und es kann ja auch sein, ich will es nicht sagen, dass andere Dinge beim Angeln passieren. Und das möchte man dann ja natürlich auch nicht verpassen. Oh, quick, got one! Warum kann ich eigentlich keine dieser Krabben da hinten einpacken? Dass ich die einfach mal fange und dann... Dann sind sie weg. Dann werden sie gegessen.
oder so. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Es ist so dunkel. Das ist der Große, ja. Okay, Stör ist gut, weil Stör heißt, dass ich den zu Thunfisch, wollte ich gerade sagen, zu Fischstäbchen umwandeln kann. Die sind immer noch nicht zum Pflücken bereit. Also mal, so langsam dauert es aber immer länger, habe ich so das Gefühl, bis man die Sachen pflücken kann. Muscheln, sehr gut. Dann wollen wir hier nochmal unser Glück versuchen. Bitte ohne, bitte ohne, bitte ohne. Perfekt. Und da beißt dann auch noch direkt der Große an. Sehr gut. Nochmal ein Stör. Aber das verstört mich nicht. Das ist mir egal. Da oben ist gerade gar nichts. Ich glaube, wir müssen nochmal in die Berge gehen. Weil hier unten ist irgendwie gerade so gar nichts. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie das jetzt war mit dem Regen. Ich glaube, beim Regen beißen die schlechter, oder wie war das? Aber die Regenwürmer kommen halt eben besser raus. Also die kann man besser... Naja, diejenigen, die von euch wissen, wie man angelt, beziehungsweise wie man das vorbereitet mit den Regenwürmern, wissen wahrscheinlich auch, dass die richtigen, die echten Angler, also man kann sie auch kaufen, soweit ich weiß, dass die nach draußen gehen, da wo die Erde ein bisschen locker ist, darauf warten, wenn es regnet. Also natürlich nicht warten, sondern erst nach draußen gehen, wenn es regnet, so wie jetzt hier. Und dass die dann überall da, wo die Regenwürmer immer ihre Köpfe so ein bisschen aus dem Wasser strecken, die Regenwürmer rausziehen. Das ist wirklich so. Es hört sich bescheuert an, aber da ich mal mit einem Angler zusammen war früher und die ganze Familie so bekloppt war und weil irgendwie alle immer zusammen dann draußen waren zum Angeln, also ich habe nicht geangelt, aber die anderen, kann ich das wirklich nur bestätigen. Die laufen dann da rum und ziehen sich da, mal salopp ausgedrückt, ihre Regenwürmer aus dem Boden. Hier oben war noch eine Stelle, aber da ist, da sind auch nur Köderfische drin. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich glaube, mit diesen kleinen Fischen kann ich... Nee, da links war nur eine Quelle. Da kann ich nämlich nicht viel mit anfangen, weil ich die tatsächlich nur als Köderfisch benutzen kann und nicht als, also für die Fischstäbchen. Was natürlich jetzt ganz, ganz doof ist. Da ist auch immer noch der Kleine drin. Ja, ich laufe hier nochmal eine Runde, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes finde, dass sich was erneuert hat oder so. Und angel noch ein bisschen, falls es geht. Und schalt euch dann gleich wieder hinzu. I thought I was done with physics forever after school got out. But then I was reading this guidebook to build structurally sound skate ramps, and it busted out words like velocity and friction and projectile motion. Man, physics is freaking haunting me. So, ich habe tatsächlich Glück gehabt und habe nochmal zwei, drei Fische fangen können. Dann schauen wir mal. Nee, das war... Haben wir noch einen anderen? Na gut, wenn wir nur einen machen. Okay, also wir haben kein Mehl mehr, aber wir haben 7 Fischstäbchen. Das heißt, wir können auf jeden Fall 700 Geld wieder kriegen. Das ist perfekt. Ach, ich habe nur eine Alraune bekommen. Ah, ich hatte gehofft, dass wir 2 bekommen haben. Na gut, dann können wir da immer noch keinen Trank machen. Ach so, ich müsste allerdings noch mal eben gucken. Ah, wir haben doch, das war glaube ich ganz unten, ne? Wir haben noch den Stärkungstee, genau. Da können wir auch nochmal 4 von herstellen. Perfekt. Können wir irgendwas an... Oh. Ist eine Köstlichkeit. Ja. Ach so, Moment. Ah, nee, 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 nee. Fast drauf reingefallen, weil ich brauche ja die Erdbeeren. Da brauchen wir ganz andere Sachen für. Was ist denn das hier? Rum. Ach so. Das kann ich dann wahrscheinlich auch brennen mit der Zeit. Aber dafür habe ich natürlich noch nicht genug. Ja gut, dann... Ach so, ich habe ja noch ein bisschen Ausdauer.
Dann würde ich sagen, dass ich die schon mal verwende, um hier wieder ein bisschen frei zu räumen. Das machen wir eben nochmal schnell. Das geht ja, ehrlich gesagt, schnell vorbei, ne, dass man die ganze Ausdauer wieder los ist. Ich meine, Stein habe ich nichts von. Eisen hätte ich jetzt was von, ja. Aber Holz habe ich natürlich mehr von. So, mit zwei Bäumen ist dann auch schon mal wieder die ganze Ausdauer raus. Es ging ganz schnell. Und man hat nicht wirklich viel davon gehabt. Wie man sieht. Okay, dann würde ich jetzt aber endgültig sagen, ich lege mich jetzt ins Bettchen. Eine gute Nacht oder einen schönen Tag oder was auch immer. Und wir werden dann morgen wieder... Nee, wir werden gar nicht reichen. Morgen ist Sonntag. Wir werden übermorgen erst reich. Es sei denn, doch, ich glaube... Es könnte sogar sein, dass sie vielleicht sonntags auf hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eher nicht. Also mal schauen, was wir dann am nächsten Tag machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.